Hallo und herzlich willkommen zu einem Video über die relative Luftfeuchtigkeit. Die relative Luftfeuchtigkeit begegnet uns im Alltag öfters, als wir vermuten. Zum Beispiel Brillenträger unter uns kennen das Problem, wenn man bei kühleren Temperaturen von draußen in einen beheizten Raum kommt und die Brillengläser beschlagen oder beim Wäschetrocknen. Das zweite Beispiel schauen wir uns jetzt genauer an. Wenn man sein T-Shirt gerade gewaschen hat und es jetzt unbedingt wieder anziehen will, wie bekommt man das nun am schnellsten trocken? Voraussetzungen dafür sind einmal eine hohe Temperatur und eine geringe Luftfeuchtigkeit. Das ist am besten draußen bei warmem Wetter gegeben oder in einem gut belüfteten Raum. Warum das so ist, werde ich euch jetzt erklären. Dazu schauen wir uns zunächst den Dampfdruck an. Gibt man Wasser in ein geschlossenes Gefäß und befüllt es, nicht komplett verdunstet ist. Das heißt, die Moleküle wechseln von der flüssigen Phase in die Gasphase. Dabei erhöht sich der Partialdruck, also der Druck der Gaskomponente, hier als pH2O dargestellt. Je höher der Partialdruck, desto höher ist auch der Anteil des Gases in dem Gefäß. Luft kann nur eine bestimmte Menge an Wasserdampf aufnehmen. Diese maximale Menge hängt von der Temperatur ab und wird Dampfdruck genannt, P-H2O. Je höher die Temperatur ist, desto höher ist auch der Dampfdruck. Bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius und einem Partialdruck von 2,34 Kilopascal herrscht ein Phasengleichgewicht und der Dampfdruck ist erreicht. Die relative Luftfeuchtigkeit Phi gibt an, wie viel Wasserdampf in der Luft vorhanden ist, im Verhältnis zu dem, was maximal möglich ist. Dazu setzt man den Partialdruck in Relation zu dem Dampfdruck. Somit ergibt sich bei gleichem Dampf- und Partialdruck eine Luftfeuchtigkeit von 100%. Bei einer Temperatur von 20 Grad Celsius betragen beide 2,34 Kilopascal. Eine Untersättigung entsteht, sobald der Partialdruck geringer ist als der Dampfdruck, und im Gegensatz dazu eine Übersättigung entsteht, sobald der Partialdruck höher ist als der Dampfdruck. Vergrößert man das Volumen des Gefäßes, so verringert sich die Anzahl der Gasatome an der Oberfläche und der Partialdruck sinkt. Dadurch sinkt die relative Luftfeuchtigkeit, da das Verhältnis zu dem maximalen Wasserdampfanteil in der Luft kleiner wird. Kommen wir nun zurück zu unserem T-Shirt. Durch hohe Temperaturen wird der Partialdruck größer, wodurch die relative Luftfeuchtigkeit sinkt. Und durch eine gute Belüftung vergrößert sich das Volumen, wodurch Phi ebenfalls sinkt, und die Wassermoleküle, die sich in dem T-Shirt befinden, schneller in die Gasphase wechseln können.